Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 9.05.2022. Und in der letzten Woche, beziehungsweise der Monatsauftaktwoche vom Mai, der ja dafür bekannt ist, Sell in Mai and Go Away, die ist deutlich abgeseilt worden. Ja, auch zum Freitag hat er sich dann nochmal ein gutes Stück tiefer gelassen. Aber man muss schon sagen, das sah dann schon deutlich kontrollierter aus wie noch am Donnerstag. Also, wir hatten zwar auch bei uns einige, die da short unterwegs gewesen sind. Die haben auch ihre Punkte rausbekommen, aber so richtig, naja, schlachtfest war das nicht. Ja. Wir hatten, wenn wir uns zurückerinnern an die Analyse für den Freitag, hatten wir gesagt, also oberhalb von 900, 13.900 sollte man aufpassen, weil er dann wirklich bis zur 14.150 halt auch in Rebound gehen könnte, also richtig durchziehen kann. Das hat er aber nicht gemacht, er ist an der 13.900 quasi gescheitert, hat ihn nur so knapp angekratzt und sich dann wirklich kräftig auch davon abgestoßen und neue Tiefs gerissen. Und wir hatten gesagt, unter 13.800 hat er dann durchaus Platz hier bis 700, bis in die 45 rein. Die 45, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist so noch gar nicht gekommen. Nee, genau. Die 45 ist so noch gar nicht gekommen. Wir hatten hier bei 47 hatten wir noch ein offenes Gap. Bei 45 noch ein offenes Gap. Das 47 ist zugegangen. Hat auch schon ein gutes Stück noch nach unten gearbeitet, aber die 45 fehlt noch. Mit der Tatsache, dass der jetzt hier relativ abfedert, wird sich am Montag ein bisschen genauer hingucken. Ja, also dieses, der hat am Donnerstag wirklich Schub gehabt, also richtig Schubkraft, ja. Der hat durchgedrückt, der hat die Leute überrascht und überrumpelt. Wenn ich mir so angucke, wie der am Freitag gefallen ist, ist der immer wieder sehr, sehr, sehr stark zurückgekommen. Also der hat die Tiefs nicht mehr verkauft eigentlich. Ne? Der ist dann den Tiefs immer wieder in den Rebound gegangen. Dann hat er sich aber eingedreht und nochmal tiefer geschickt. Und das ist, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das, ich nenne das mal gerne, ganz gerne korrektives Abgleiten. Und da kann sich schnell auch Dynamik auf der Gegenseite machen. Aber ich würde das nicht anders machen wie am Freitag. Ne? Wir setzen uns jetzt wieder hier ein Niveau, wo wir sagen, darüber sollte man dann darüber nachdenken, dass er dann höher kann. Und solange er das nicht schafft, dann gilt erstmal noch Abwärtstrend und weiter abwärts. Ja, also, dass man das dann auch nicht falsch versteht. Und dann würde ich die Oberkante, würde ich jetzt hier so, guckt mal da das hoch bei 3,15. Ja, irgendwie so im Bereich um 13.800, 13.830. Da würde ich die Kante ziehen und würde sagen, sollte der zum Montag jetzt höher stoßen, zum Beispiel ein Abwärtsgap bringen, 45 zumachen, hier das Gap zumachen, sich direkt nach oben arbeiten, nach 9.30 Uhr, nach 10 Uhr, direkt neue Tageshochs bringen und dann die 800 übersteigen. Und dann ist er für mich erstmal fertig hier. Ja, dann hat er einfach nur das Gap zugemacht. Dann ist das hier von hier übrigens auch eine korrektive Bewegung, weil er fällt ja deutlich, deutlich, deutlich langsamer, wie das, was er hier hoch zu gestiegen ist. Ne? Also das könnte dann nur eine Korrektur gewesen sein. Und das entscheidet sich jetzt hier einfach am nächsten Tief. Für das neue Tief hier drunter, unter der 13, was ist das hier, 13,560 oder was das ist, wird das neue Tief unter der 13,560 massiv nach oben gekauft. Würde ich davon ausgehen, dass das eine korrektive Bewegung war und jetzt sich wieder deutlicher zurücklehnen kann. Also deutlicher zurück heißt dann auch, oberhalb von 13.800 kann er dann rein bis hier, gut und gerne 13.900, 13.960, aber eben auch bis an die Kante, die dann immer noch bei 14.150 liegt. Ne, das würde ich nicht außer Acht lassen, weil wir haben einfach in der Bewegung immer wieder starke Rückläufe drin. Egal wie schlecht die Nachrichten sind, die verändern sich ja nicht. Ne? Die sind die ganze Zeit eigentlich, haben wir ein geopolitisch schlechte Ausgangslage für steigende Kurse. Und dennoch ist der DAX seit Ukraine, Krieg, Beginn und so weiter, die ganzen Inflationsthemen, das ist ja alles erst danach gekommen, ne? Eigentlich erstmal höher noch, ne? Das darf man auch nicht ganz vergessen und deswegen würde ich mit steigenden Kursen nicht verschließen, aber ich möchte sie eben auch, ich möchte die Trigger einfach sehen, so wie wir am Freitag gesagt haben, oberhalb von 13.900, den würde ich jetzt nachziehen und sagen hier 13.800, 13.830. Bleibt er darunter, muss man sich nicht long die Finger blutig wuchten, dann kann man auch noch auf der Short-Seite die Punkte suchen, denn der hätte dann hier eben jetzt noch Platz bis in die 45 rein und auch auf die 4,45. Und wenn er besonders schwach ist und das neue Tief verkauft und nicht hochzerrt, sondern wenn man wirklich sieht, das wird auch von unten an genagelt, also dass er sich von unten dann in Rückläufen daran abstößt, dann gehen hier ganz neue Ziele auf. Ja? Also dann da können wir hier einen Tageschart gucken, um da Orientierung zu finden. Aber dieser Gap-Close hier bei 13,15 wäre definitiv dann. Ne? Dann würde er hier aus dem Band jetzt rausfallen, die korrektive Bewegung aufbeschleunigen und das ist nichts. Da ist nichts. Die kann im Grunde eigentlich bis sie unten auf die Zone wieder zurückklatschen. Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, und das neue Tief, das ist ultra wichtig. Aber ich möchte es auch gerne sehen. Ich möchte zum Montag, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es zum Montag noch kommt. Vielleicht sogar per Abwärtsgap. Das muss gar nicht im Rico, also muss gar nicht zwingend jetzt, dass der sich da übelst dahin wirft. Tieferer Start als hier und dann hochdrehen.
Das macht der DAX ganz gerne. Das würde eigentlich gut reinpassen. Ja, aber da ist der Knackpunkt des Tages, ne? Also wie geht der DAX mit diesem Tief da um? Ne? Sehen wir da, dass da Käufer reinkommen, da kann man sich darauf einstellen, dass der erstmal wieder vielleicht bis Mittwoch erstmal wieder nach oben zurückläuft, ne? Und sehen wir aber, dass da drunter echt wirklich alle Reißer ausnehmen. Also dann muss man nach unten echt Platz einplanen. Ne? Da ist die 13,15 ist dann halt auch bloß ein Zwischenziel. Ja, das muss man wirklich so sehen dann. Also, dass man sagen kann, also hier drunter gehen deutliche Risiken auf. Aber ich würde deswegen die Hände jetzt noch nicht oder den Kopf noch nicht in den Sand stecken. So weißt du von der Bewegungsstruktur, ne, das ist hier dreiwellig, das ist hier auch, das ist alles sehr, sehr flach zur Seite eigentlich. Sehr viele Gegenbewegungen, immer wieder Gegenbewegungen, auch aus Abwärtsgaps, so wie hier, immer wieder starke Gegenbewegungen drin. So aus der Marktperspektive ist der Trend hier jetzt noch keiner, wo ich sagen muss, der ist bedrohlich und der ist sehr gewaltsam. Das kann man so nicht sagen. Ja, die Nachrichten, die sehen so aus, bin ich bei allen dabei, sich darauf berufen, aber der Markt gibt es noch nicht her, also vom Chart halt. Ne? Wir sehen definitiv, dass er runter zu immer wieder Kraft aufbringt, aber er kommt halt auch nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde, um hier richtig, richtig, richtig Shortgelüste zu kriegen. Ne, so hätte ich jetzt eher im Verdacht, dass der sich halt einfach dann wieder hochdreht halt, ne, so wie es die letzten Wochen auch immer wieder getan hat. Jo, okay, also von daher, 13,830, das hier oben so die Kante, darunter noch riesig. Guckt an das neue Tief, ansonsten haben wir eine 4,45, haben eine 2,95, 200, 1,80, ne, das ist hier dann eine schöne Zone auch nochmal. Und dann eben auch das Gap bei 13,15 sollte es hier ganz wüst werden. Ist am Montag ja erreichbar. Das sind knapp 600 Punkte bis darunter, wenn er mit einem Abwärtsgap eröffnet, das kann er schaffen. Ja, also wenn er es richtig übertreiben will, ich sehe das nicht. Dafür ist es mir zu korrektiv in der Bewegung her, aber rein theoretisch wäre das auch als Ziel möglich und unerreichbar. Ja. Gut, okay, dann. Tagesschart hat man ja gerade schon, haben wir schon drüber gesprochen. Stabilisiert sich jetzt auch erstmal hier am Tief, aber das macht er eigentlich selten, ne? Dass er jetzt auf sowas dann hochdreht, ohne da nochmal drunter zu wuchten. Üblicher wäre wirklich jetzt hier noch ein neues Tief drunter und dann in die Trendwende oder eben Ausbruch und runter. Ne? Aber das neue Tief, das wird schon ganz gerne sehen. Den Gap bloß bei 45, dann ist es sauber, dann ist es fertig. Ne? Dann haben wir das, können wir das abhaken. Wird eigentlich ganz gut passen am Montag. Na, gut, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr gut was zurecht oder rausbekommt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Und ja, gutes Gelingen. Bis dahin. Tschüss.